Wunderschönen guten Morgen. Heute möchte ich euch die Schönheit vorstellen. Ich nehme an, einige von euch haben jetzt gerade eine Kaffeetasse in der Hand und trinken ganz genüsslich den Kaffee. Und ich möchte euch mal zeigen, wie die Zubereitung mit diesem Percolator oder dieser Kaffeemaschine vor sich gehen würde. Es besteht aus drei Hauptbestandteilen. Wir haben einerseits einen Wasserbehälter, den hätten wir müssen aufschrauben, mit frischem Wasser befüllen, nachher wieder zumachen. Hier unten hätten wir Gas anschließen, um eben nachher heizen. Die Verbindung hätten wir dann müssen trennen. Sorry, die müssen wir ein bisschen läuten. He? Aber hat noch Charme. He? Hat einfach noch aufs Video kommen. He? Also, dann haben wir hier einen ganz grossen Metallfilter, den wir müssen befüllen mit frischem gemahlenen Kaffee am allerliebsten. Und nachher da unten wird das drauf ein Gefäß. Auch hier hat er die Möglichkeit, Gas anzuschliessen, um das natürlich warm zu behalten. Also, wie geht man, wie würde man starten? Jetzt haben wir hier das Wasser, würde man zünden. Das Wasser würde davon kochen. Dann würde der Dampf empor von diesen Rohr gehen. Anfangen zu kondensieren und nachher über ein Mahlgut anfangen durchperkulieren. Die Extraktion fängt an. Natürlich durch die Schwerkraft sinkt das mehr und mehr ab und wird in diesem Kaffee-Auffangbehälter aufgefangen werden. Und eben hier zum Warmhalten. Und so war eigentlich die Extraktion durchgeführt gewesen. Man konnte natürlich dann immer schauen, ja, wie viel Kaffee habe ich noch, wie viel ist noch Wasser im Kaffeemehl inne. Und hat man gemerkt, du, ich brauche noch Wasser, dann konnte man können die Hände zumachen, aufmachen, Wasser befüllen und die Extraktion wird dann dementsprechend nochmal ausgelöst worden. Und je nachdem, wenn man den ganzen Tag den gleichen Kaffee Mehl verwendet hat, ist natürlich auch sensorisch der Kaffee dementsprechend ausgefallen. Am besten wäre schon noch immer frische wahrzunehmen und die Extraktion durchzuführen. Gut, ich mache euch natürlich Fotos. Genießt euren Kaffee, vielleicht nehmt noch ein Gutzli zum Dunken. Ich weiss, einige werden sagen, oh nein, Gutzli dunkeln Kaffee. Ja. Also ich liebe das extrem. Ich wünsche einen wunderschönen Tag. Take care und Fotos folgen gerade. Tschüss zusammen.